Ja, heute Abend mal im großen Stadion statt bei euch daheim in Gonsenheim. Wie hat es sich angefühlt für Sie als Stadionsprecher? Es hat sich gut angefühlt. Ich bin ja kein Unbekannter, zum Beispiel auf den närrischen Brettern vor einigen tausend Leuten zu sprechen. Es war trotzdem eine Herausforderung. Und ich denke, mit dem Umfeld und mit der vollbesetzten Haupttribüne war es eigentlich ein leichter Job. Und es stand ja auch auf Messerschneide bis zur 80. Minute. Und da ist es mir eigentlich leicht gefallen, die Leute zu motivieren. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe, fair zu bleiben und dann eben zu akzeptieren, dass das Spiel verloren ging. Aber es war schon ein prägendes Erlebnis in meinem, in Anführungszeichen, hohen Alter nochmal das zu erleben. Ne? Das prägendste vielleicht bisher? Sicherlich als Spieler schon einiges mitgemacht, aber das liegt ja 40 Jahre zurück und noch länger. Aber als Stadionsprecher logischerweise. Ne? Ich habe auch vorher mit Klaus Haffner hier, dem Stadionsprecher, der schon Kultstatus hatte, wir sind befreundet, Kontakt aufgenommen. Er hat gesagt, du als erfahrener Fuchs, du machst das. Und ich denke mal, ich habe mein Bestes gegeben. Wie war das so, wenn Sie, als Sie rausgekommen sind, erstmal vor dieser Wand hier standen? Ich wusste ja, dass im Vorverkauf einige Karten abgesetzt waren und es hat mich riesig gefreut. Es waren ja nicht alles Gonsenheimer hier. So viele Leute haben wir ja nicht. Wir haben ja sonst 150, 200 Zuschauer. Aber die haben wie eine Wand hinter unserer Mannschaft gestanden, auch wenn es vielleicht 0,5 Fans dabei waren. Neutrale Zuschauer, die einfach ein interessantes Spiel sehen wollten. Und das hat mir natürlich auch den Rücken gestärkt, mit der entsprechenden Motivation, die einzelnen Dinge anzusagen. Und das Spiel an sich hat es ja hergegeben, dass es ein Erlebnis war für alle Beteiligten, für Spieler, Trainer, Zuschauer und für mich als Stadionsprecher auch. Konnten Sie es auch ein bisschen genießen? Ich meine, Ihre Mannschaft hat ja echt gut mitgehalten. Ja, oder? Ich genieße es und ich bin auch relativ ruhig geblieben, was ja eigentlich gar nicht meine Art ist. Aber das muss man ja, wenn das Mikrofon dann offen ist. Ich habe es genossen. Trotz der 0-3 Niederlage, die natürlich jetzt einfach hoch aussieht, aber vom Spielverlauf her war das Spiel ja eigentlich bis zur 18 Minuten offen. Natürlich war Kaiserslautern die etwas stärkere Mannschaft mit mehr Ballbesitz, aber was unsere Mannschaft immerhin zwei Klassen tiefer angesiedelt geleistet hat, war riesig und ich denke mal, viele Zuschauer, die hier da waren, werden hoffentlich dann auch auf den Sportplatz am Wildpark kommen, wenn der SVG wieder das nächste Heimspiel hat. Trotzdem, wir hatten ja auch gute Chancen. Ja, teilweise ein bisschen ärgerlich, dass sie vielleicht noch mit ein bisschen mehr Präzision noch drin gewesen wären. Kann das sein, dass ich sie einmal kurz fluchen gehört habe? Das kann durchaus sein. Ich hoffe, das Mikrofon nicht so auf war. Es ist meine Art, dass ich dann halt sehr emotional bin. Aber ich wusste ja, das ist ganz klar, das kann ich mir für diese Kulisse ja nicht erlauben, da irgendwie was zu sagen. Und wenn irgend sowas rausgerutscht ist, dann war es halt in der Emotion. Aber anschließend dann meine Ansage ganz normal, fair und die Torschützen genannt, auch wenn es die falschen waren, aus meiner Sicht. Ja, wünschen Sie sich nochmal so ein Erlebnis? Ob ich das jetzt nochmal erlebe, ne? Ich bin aber am nächsten Monat Geburtstag, wird 71 und irgendwann lässt man ja auch die Jüngeren an. Ich mache den Job ja seit 30, 40 Jahren, sofort nachdem ich als Spieler aufgehört habe, das war in den 80er Jahren. Und ich denke mal, das wird so schnell nicht wiederkommen und wahrscheinlich ist das mal auch meine letzte Saison. Vielleicht hänge ich noch eine dran oder arbeite dann eine Nachfolge ein. Dann, wenn es denn die letzte Saison ist, nochmal so ein Highlight dann zu erleben, das ist ja dann sicherlich auch nicht verkehrt. Wie gesagt, ich führe Tagebuch und da gibt es einen dicken Eintrag in mein Tagebuch, was hier der krönende Abschluss des heutigen Tages war. Sehr schön. Als fairer Sportsmann kann man Ihnen ja nur alles Gute wünschen. Wünsche unserer Mannschaft auch, dass sie in der Oberliga den Weg weitergeht, den sie bisher gegangen ist. Also zweimal gute Wünsche an unsere Gäste und auch an unsere eigene Mannschaft. Vielen Dank.